Morgen. Fangen wir mit einem Lied an. Vielleicht kennt es ja ein paar von euch. Kurze Quizfrage. Was für ein Psalm? Ja, dann könnt ihr die ja mal aufschlagen. Ja, Psalm 139, Vers 9. Möchte ich lesen. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis mich verbergen und Nacht das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Ja, ich war heute Morgen unterwegs, konnte die Morgenröte sehen. Ich bin oft zu früh unterwegs, nicht immer ins Frühgebet, aber genau, sehe... auf die Morgenröte. Und es ist eigentlich ein sehr schöner, es ist ein Ort, wo alles wunderbar ist.
Wenn ich mir jetzt nur diese Verse anschaue und so, dann denke ich, geschrieben hat sie David. Ich schätze mal, in sehr vielen Situationen in seinem Leben hätte er sie schreiben können. Und ich schätze, in unserem Leben gibt es auch genauso viele Situationen, wo wir sagen, ja, also ich würde am liebsten abhauen. Ja, ich würde am liebsten weg von allem, ja, weg von der Situation, in der ich stecke, weg von den Menschen um mich herum, weg von mir selbst. Ja, ich bin enttäuscht von meinem Nächsten, von mir selbst, von der Situation. Ich möchte am liebsten weg. Ja, dann habe ich die Probleme nicht mehr. Und manchmal machen wir das auch. Ja. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt gar nicht so hilft. Ja, hilft nämlich manchmal. Gar nicht so schlecht. Aber klar, wir wissen alle, es ist keine Dauerlösung. Und so, als David das geschrieben hat, hat er sich das überlegt. Er musste manchmal fliehen, zwangsweise. Ja. Hat er sich das überlegt. Okay, was passiert, wenn ich das könnte, wenn ich noch weiter weg könnte als die Morgenröte, wenn ich noch weiter weg, wenn es einen Ort geben könnte, wo ich weggehen könnte. Ja. Was ist denn da mit Gott? Ja. Ich bin ja sein Kind und okay, meine Probleme, gut, denen bin ich mal, sagen wir mal, entflohen, aber was ist mit Gott? Und wir lesen, ja, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, weil manchmal laufen wir auch von der Situation, wir sind ja als Kinder Gottes, ist uns schon klar, hat mich ja Gott vielleicht auch reingestellt, komme ich ja gar nicht raus, gell? Okay, lauf hier halt weg. Ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten. Das könnte einem Druck machen und es kann einen sozusagen denken, oh Mann, super toll. Man kann es aber auch anders sehen. Ja. Wenn deine Hand mich leiten, also Gottes Hand dich leitet und seine Rechte dich fasst, dann ist das eigentlich eher positiv. Wenn du sagst, hey, oh, ich habe keine Lust mehr, nur Finsternis soll mich umgeben und so, bei Gott ist Finsternis Licht, sagt er zumindest. Okay, für mich nicht, ja, wenn... Also ich bin dem unterworfen, ich habe gar keine andere Chance. 24 Stunden hat der Tag, ja, und davon die Hälfte, je nachdem, was für eine Jahreszeit wir gerade sind, die Hälfte gehört der Nacht. Da kann ich machen, was ich will, ist völlig egal. Ja, klar, ich kann das Licht anmachen und so. Ja, okay, gut, ich habe elektrisches Licht. Aber ob ich will oder nicht, die Dunkelheit gehört in diesem Leben dazu. Ja. Sie gehört dazu. Und was für mich Finsternis ist, da komme ich manchmal gar nicht raus. Manchmal suche ich es auch, weil ich einfach weg will. Aber für Gott gibt es keine Finsternis. Und wenn er das so sagt, dann ist es auch so. Ja? Wenn für mich eine Situation Finsternis ist, ja, dann ist es bestimmt auch so für mich. Gar keine Frage. Aber für Gott nicht. Für Gott gibt es keine Grenzen. Gott hat keine zeitlichen Grenzen auch. Er kann das hervorrufen, was nicht war, als wäre es immer da gewesen. Ja, den Römer zum Beispiel. Kannst du dir das mal vorstellen? Gott kann hervorrufen, was war, als wäre es schon immer da gewesen. Das bedeutet, es gibt keine zeitlichen Grenzen. Er kann was machen, was du denkst, was du gestern getan hast. Und du bist felsenfest davon überzeugt und aller Menschheit auch. Und Gott hat es einfach gerade eben gedreht. Er könnte es. Ob er es macht, ist eine andere Frage. Ja, er hat sich auch eingeschränkt. Gottes Allmacht ist in einer bestimmten Art und Weise eingeschränkt. Zum Beispiel kann er jeden Menschen retten, aber er hat sich da eingeschränkt. Es beruht auch auf die andere Seite. Auch die andere Seite muss ja dazu sagen. Aber es ist ein anderes Thema. Das Thema ist, dass wenn Gott sagt, bei ihm Finsternis ist Licht, dann bedeutet es auch, dass es für mein Leben Hoffnung gibt. Immer. Immer. Ja, hilft dir vielleicht gerade nicht in der Situation, aber es ist so. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Schon interessant, hä? Eine Nacht leuchten. Nacht leuchtet nicht. Dunkelheit leuchtet nicht. Dunkelheit verdeckt. Selbst das kleinste Licht in der Dunkelheit, ja, das leuchtet. Aber Nachtleuchten ist physikalisch für uns unmöglich. Für Gott
erleuchtet auch nachts. Die Finsternis wäre wie das Licht. Das kann ich euch nicht erklären, weil ich selber nicht verstehe. Ich weiß nur, wenn Gott es sagt, dann ist es so. Was du jetzt tun sollst, das will ich dir gar nicht sagen, weil das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur eins, das klingt jetzt doof, dass du nicht vor Gott weglaufen kannst, es ist so druckmäßig. Nee, dass wenn du wegläufst, dass Gott auch noch da ist und dass es keine Dunkelheit gibt, in der du steckst, wo Gott nicht bei dir ist. Das steht da drin. Genau, was du tun sollst, wenn du da in dieser Finsternis bist oder wenn du am liebsten weglaufen willst, ja, will ich dir gar nicht so sagen. Ich würde eher sagen, lies den Psalm fertig. Ja? Ich glaube, das erklärt dann eigentlich schon ziemlich viel oder so. Vielleicht ist es gut, wenn wir es machen wie David, jetzt sage ich ja schon doch, wie wir es machen, aber vielleicht ist es ganz gut, darüber nachzudenken, okay, ja, ich darf meine Rechnung mit Gott machen und wie er die Finsternis sieht und wie er mich sieht. Und dafür möchte ich bitten. Herr Jesus, danke, dass es gibt keine Finsternis bei dir. Es gibt nur Licht bei dir. Herr, wir sind anders, Herr. Wir sind in Sünde geboren, Herr. Wir sind in Staub geboren. Wir werden auch mal zu Staub werden, zumindest dieser Körper hier. Herr, und wir sind behaftet mit Schwachheit, aber du nicht. Du bist vollkommen, du bist ewig, du bist der gleiche gestern, heute und morgen. Wir können heute ganz gut raus sein und völlig davon überzeugt sein, dass wir alles mit dir schaffen. Und morgen würden wir am liebsten weglaufen von allem. Danke, dass selbst wenn wir weglaufen, du da bist. Herr, du bist der gute Hirte, der seinen Schafen hinterhergeht. Das hast du gesagt, Herr. Herr, du weißt ganz genau, wie wir sind. Herr, so wie du auch zu Petrus gesagt hast, du wirst mich verleugnen. Aber davon hast du dich nicht aufhalten lassen, Herr Jesus. Dafür bist du am Kreuz gestorben und du hast genau diesen Petrus später wunderbar gebraucht. Ich danke dir, dass du zu deinem Ziel kommst, Herr, mit jedem Einzelnen von uns. Und ich danke dir, dass es nichts gibt, was dich aufhalten kann, Herr. Herr, selbst die tiefste Dunkelheit in unserem Leben kann dich nicht aufhalten. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.